sein Element ist das Wasser. Das Wasser hat ihm die Macht verliehen. Er stellt seine Dynastie unter den Schutz dieser Naturgewalt. Er ist der Größte. Er lässt sich auf Steintafeln als weise, gerecht, liebevoll und heilig preisen. Aber für seinen Traum von einem geeinten und großen Reich schickt er Millionen von Menschen in den Tod. Im Jahre 221 vor Christus macht er sich zum erhabenen Kaiser von Qin, Qin Shi Huangdi, zum ersten Kaiser von China. Von einem Hang zur Magie getrieben, sucht er wie ein Besessener nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Sein Leben ist bestimmt von Intrige und Kampf, von Verrat und Krieg. Aber das Wort Tod darf in seiner Gegenwart niemand aussprechen. Schon als 13-Jähriger beginnt er mit dem Bau einer gigantischen Grabanlage. Eine 7000 Mann starke Armee von Tonkriegern bewacht seine Totenstadt. Bis heute hat es aber niemand gewagt, das eigentliche Grab zu öffnen. Warum? Welches Geheimnis verbirgt sich in diesem Monument für die Ewigkeit? Qian im Nordwesten Chinas. Mehr als 30 Kaiser liegen unter den Hügeln bei der ehemaligen Reichshauptstadt begraben. Keiner dieser Hügel ist so rätselhaft wie das Mausoleum des ersten Kaisers, das größte Grabmal der chinesischen Geschichte. Seit Jahrtausenden spekulieren Historiker, Archäologen und Wissenschaftler, was sich in diesem unterirdischen Totenreich verbirgt. Von unermesslichen Schätzen, aber auch von gefährlichen Selbstschussanlagen und Giften ist die Rede. Was treibt einen 13-jährigen Jungen zum Bau dieser gigantischen Grabanlage? Ist es Todesangst oder der Wunsch nach Unsterblichkeit? Gleich nach seiner Krönung zum König des kleinen Staates Qin beginnt er mit dem Bau, der sich in seinen Ausmaßen nur mit den ägyptischen Pyramiden vergleichen lässt. 700.000 Bauern müssen in einem riesigen Arbeitslager Tag und Nacht ihr Letztes geben. Wer sich weigert, wird sofort umgebracht. Nichts von dem, was in diesem von hohen Mauern umgebenen Gulag geschieht, dringt nach außen. Wer hier arbeitet, kommt nie wieder lebendig heraus. Ein Modell der gesamten von ihm regierten Welt will er mit seinem Grab schaffen. Liegt hier der Schlüssel zum Geheimnis des unvergleichlichen Aufstiegs des ersten Kaisers und seines mysteriösen Todes? Schon 250 Jahre währt ein erbitterter Krieg um die Vorherrschaft in China. Da geschieht das Unvorstellbare. Die Krieger des kleinen Landes Qin im äußersten Westen fallen wie blutrünstige Tiere über ihre Nachbarn im Osten her. Innerhalb von 10 Jahren erobert der Tiger von Qin, wie ihr Herrscher von seinen Feinden genannt wird, die anderen 6 Königreiche, von den Wüsten im Westen bis zum Gelben Meer. Neue Kampfformen führen zu einem beispiellosen Siegeszug, der Einsatz von Massenheeren. Revolutionäre Belagerungsmaschinen und eine überlegene Waffentechnik. Der Tiger von Qin ist ein Meister der psychologischen Kriegsführung. Hinterlist, Skrupellosigkeit und Verrat gehören zu seinen stärksten Waffen. In seinem Königreich wagt niemand an eine Niederlage auch nur zu denken. Mut und Tapferkeit werden ausgezeichnet. Das gesamte Militärwesen ist auf Angriff ausgerichtet.
Der Bau der großen Mauer hat den Herrscher in der ganzen Welt berühmt gemacht. Mit unerbittlicher Härte setzt er einheitliche Maße und Gewichte durch, ein neues Verwaltungssystem, erlässt strenge Gesetze und führt eine neue gemeinsame Währung ein. Die Schrift, die er dem neuen Reich verordnet, hat sich bis heute in ihrer Struktur nicht verändert. Von diesem Zeichen Qin, dem Namen seines Reiches, leitet sich der Name China her. In der chinesischen Geschichte hat, außer der kommunistischen Revolution, kein gesellschaftlicher Umbruch das Land so grundlegend verändert wie diese Reichseinigung. Als er sich im Jahre 221 vor Christus zum Gottkaiser krönen lässt, befindet er sich auf dem Höhepunkt seines Lebens. Die Bilanz? 1.650.000 Tote. Ein Reich, ein Kaiser. Seine Form der Kaiserherrschaft kann sich mehr als 2000 Jahre lang halten. Und selbst für Mao Zedong ist er noch das wichtigste Vorbild. 10 Jahre nachdem er das Reich geeint hat, geht in der Nähe der damaligen Hauptstadt ein Meteorit nieder. Ein Zeichen großen Unglücks. Die Stimmung im Lande hat sich radikal verändert. Jetzt spricht niemand mehr von seinen großen Erfolgen. Angst, Hunger und Misstrauen beherrschen das Land. Aufrührer meißeln in den Meteoriten, Qin Shi Huangdi wird sterben und sein Reich zerfallen. Todesangst befällt den göttlichen Alleinherrscher. Er lässt die jüngsten seiner mehr als 3000 Konkubinen von früh bis spät durch den Palast ziehen. Sie singen Lieder über die Unsterblichkeit. Niemand bekommt ihn zu Gesicht. Nur noch Priestern und Wahrsagern vertraut er sich an. Sie nennen ihn den Grund für die Zeichen des Unheils. Die Geister sind eifersüchtig auf die Machtfülle. Der Kaiser bewegt sich daraufhin nur noch in verdeckten Gängen. Bei Todesstrafe ist es verboten, seinen Aufenthaltsort zu verraten. Die Inschrift auf den Meteoriten, die Tod und Untergang prophezeit, trifft den Kern seiner Angst. Da der Verfasser nicht zu ermitteln ist, lässt er den Stein des Anstoßes zermahlen und die gesamte Bevölkerung im Umkreis von 20 Kilometern hinrichten. Er sucht sein Heil in der Magie. Schamanen sind in den letzten Jahren seiner Regierung die wichtigsten Vermittler zwischen dem Herrscher und seinem Reich. Sie haben ein Gespür für seine Ängste und kennen die Stimmung im Volk. Sie wissen, dass der Kaiser sich zu lange versteckt hat, sodass die Unruhe im Land immer größer wird. Im äußersten Osten munkelt man sogar schon etwas von einem neuen Herrscher. In allen Tempeln werden Rauchopfer dargebracht und Gebete gesprochen, um das Unheil abzuwenden. Das Orakel wird befragt. Sein Chronist hat uns die Antwort überliefert. Sie lautet: Bewegung und Umziehen ist gut. Trotz seiner Ängste begibt sich der 49-Jährige auf eine Inspektionsreise. Dieses Buch, die historischen Aufzeichnungen des Sima Qian, wurde vor mehr als 2000 Jahren geschrieben. Es ist die wichtigste Quelle für die Geschichte der Qin-Zeit. Der Autor wird nur 2 Menschenalter nach dem ersten Kaiser geboren und sammelt alles, was er über diese Epoche finden kann. Ausführlich dokumentiert er das Ende des Herrschers und dessen letzte Inspektionsreise. Er nennt alle Daten und den Verlauf. Hintergründe und die Absichten des Herrschers werden nicht genannt. Er verschweigt die Todesangst, die den Kaiser durch das Land treibt. Es ist eine Flucht nach vorn, im Schutz von 60.000 schwer bewaffneten Soldaten. Selbst seine komfortable, kunstvoll ausgeschmückte Staatskarosse wird zum beredten Zeugen. Es ist ein Panzerwagen mit vergitterten Fenstern, dessen einzige Tür sich nur von innen öffnen lässt. Doch auch diese Sicherheitsvorkehrungen reichen noch nicht aus.
Der Despot lässt mehrere identische Reisewagen mitführen und nur Eingeweihte wissen, in welchem er sich befindet. Unvorstellbar für uns heute, wie ein Tross von 60.000 bewaffneten Soldaten sich damals durch das Reich bewegen konnte. Der Historiker Yao Shengmin hat den genauen Verlauf des Straßennetzes der Qin-Zeit untersucht. Hier kann man eine Straße aus der Qin-Zeit nachweisen. Es ist die große Hauptstraße, die an die nördliche Grenze führt. Dieser Teil ist die einzig mögliche Verbindung zwischen zwei ehemaligen Palästen. Die breiteste Stelle dieses Straßenabschnittes misst 15 Meter, die schmalste 2 Meter. Inspektionsreisen dieser Größenordnung kann der Gewaltherrscher nur durchführen, weil er ein ausgedehntes Straßennetz für sein Heer anlegen lässt. Es ist in seiner Ausdehnung größer als das des gesamten Römischen Reiches. Wenn er abends in einem seiner mehr als 700 Paläste ankommt, wartet schon eine neugierige Menschenmenge auf ihn, aber niemand bekommt den Tyrannen zu Gesicht. Obgleich überall Armut herrscht, stehen herausgeputzte Frauen am Straßenrand. Sie hoffen darauf, in die Schar der Konkubinen des Kaisers aufgenommen zu werden. Die Beamten der Provinzverwaltung und die hohen Würdenträger eilen ihrem Herrscher entgegen. Sie halten ihre Bittschriften, ihre Berichte, ihre Abrechnungen und Steuerabgaben bereit. Die älteste Darstellung einer Inspektionsreise zeigt nicht den ersten Kaiser, sondern den Gott des heiligen Berges Taishan. Die Route des Kaisers verrät eindeutig den Zweck der Reise, die Unterdrückung aufkommender Unruhen. Es geht zunächst nach Südosten in das ehemalige Chu-Reich. Seine Bewohner haben sich nie mit der Eroberung abgefunden. Es kommt immer wieder zu Aufständen. Auf der Flucht vor dem geweissagten Tod wird die Fahrt durch die schönsten Gegenden Chinas für den Kaiser zur Angstpartie. Aber er hat nur eine Wahl. Er muss seine Macht zeigen. Und es gibt nur einen Weg, den nach Osten, in die zuletzt eroberten Reiche. Denn von dort droht die Gefahr eines neuen Herrschers. Obgleich er die gesamte Reiseroute von ausgewählten Spezialeinheiten streng bewachen lässt, fühlt er sich nirgendwo vor Überfällen sicher. 3 Attentate werden während seiner Regierungszeit auf den Kaiser verübt. 3-mal kommt er mit dem Leben davon. Der erste Attentatsversuch hat besondere Berühmtheit erlangt. Die Geschichte wird in den ältesten Zeugnissen chinesischer Literatur überliefert. Auf einer Steinschnitzerei ist der Mordversuch bildlich dargestellt. Es ist das Jahr 227 vor Christus, 6 Jahre vor der Reichseinigung. Jing Ke, der mutigste Mann seiner Zeit, verübt den Anschlag. Er will den kleinen Lehensstaat Yan in der Region des heutigen Peking vor der Eroberung durch das Qin-Reich bewahren. Jing Ke und sein Begleiter überbringen zum Zeichen der scheinbaren Unterwerfung eine Landkarte des Staates Yan und das Haupt eines Todfeindes. In der Novelle Der Prinz Dan von Yan heißt es: Der Begleiter fürchtete sich sehr. Er fiel in Ohnmacht. Jin Ke entschuldigte ihn. Möget ihr ihm ein Weilchen gewähren, damit ich meinen Auftrag zu Ende bringe. Er möge sich erheben, sprach der König und die Karte überreichen. Jin Ke öffnete die Karte, in der ein Dolch verborgen war, und schmähte ihn. Schon lange habt ihr den Staat Yan bedroht. Nicht weiß man, ob ihr je genug bekommen werdet. Ich will nun für das ganze Land Rache üben. Folgt ihr meinem Rat und lasst den Staat Yan in Frieden, sollt ihr leben. Wo nicht, seid ihr des Todes. Der König aber drehte sein Schwert nach hinten und zog es heraus. Da warf Jin Ke seinen Dolch nach dem König. Der schnitt ihm ein Ohr ab
und fuhr in eine bronzene Säule, dass die Funken sprühten. Gleich wandte sich der König zurück und hieb ihm beide Hände ab. Jinke lehnte sich an eine Säule und schmähte: Wehe, dass der Staat nicht gerecht, dass meine Tat nicht gelungen ist. Die Unzufriedenheit im Reich wächst. Unerträgliche Steuerlasten und Zwangsarbeiten führen zu weiteren Attentatsversuchen. In einigen Provinzen kommt es zu politischen Unruhen. Trotzdem vollendet der Kaiser sein ehrgeizigstes Projekt: den Bau der 5000 Kilometer langen Großen Mauer. Unfassbar für uns Heutige, mehr als 1 Million Bauern und Sträflinge werden zum Bau herangezogen. Währenddessen liegen die Äcker brach und die Dörfer ganzer Landstriche sind verwaist. Hungersnöte breiten sich aus. Ganze Armeen von Zwangsarbeitern werden zum Bau der Mauer in den Bergen und Einöden des nördlichen Grenzgebietes herangezogen. Wer sich weigert, wird bis zum Hals eingegraben und mit der Sense geköpft. Am Ende der Regierungszeit des ersten Kaisers verläuft die Mauer von den Wüstengebieten im Westen bis zum Ostchinesischen Meer. Sie wird als der größte Friedhof der Welt bezeichnet. Noch heute erzählt man sich in China die Geschichte der Meng Jiangnü. Sie ist die Witwe eines Gelehrten. Er stirbt beim Bau der Großen Mauer und wird dort verscharrt. Auf der Suche nach seinen Gebeinen zieht seine Witwe die Bewunderung des ersten Kaisers auf sich. Die Frau willigt scheinbar ein, als kaiserliche Konkubine an den Hof zu kommen. Sobald jedoch die Überreste ihres Mannes ein ehrenvolles Begräbnis erhalten haben, stürzt sie sich in die Wogen, um mit ihm im Tod vereint zu sein. In einem Tempel am Gelben Meer wird sie noch heute verehrt. Dort heißt es: Meng Jiangnü ist nicht tot. Tausende von Generationen werden ihrer gedenken. Doch wo ist Qin Shi Huangdi? Von seiner großen Mauer ist nur der Hass geblieben. Eine ergreifende Legende. Doch was ist daran wahr? Professor He, der bekannteste chinesische Historiker für die Geschichte der Qin-Zeit, hat dazu Folgendes herausgefunden. Meng Jiangnü hat tatsächlich gelebt, aber schon vor dem ersten Kaiser, während der Frühlings- und Herbstperiode im Qi-Reich. Die Geschichte wird nur deshalb mit Qin Shi Huangdi in Verbindung gebracht, weil auch er an der großen Mauer bauen ließ. In vielen anderen Legenden wird der Kaiser bis heute verteufelt. Wer steht hinter dieser beispiellosen Verleumdungskampagne? Warum wird eines der spektakulärsten Projekte des Kaisers, die Terrakotta-Armee, von den Geschichtsschreibern verschwiegen? In mehr als 85 kleinen Werkstätten werden über 7000 lebensgroße Figuren geschaffen. Mit vorproduzierten Formen stellt man jeweils 5 bis 10 Soldaten in einer Serie her, die später in einer Formation zusammenpassen. Trotz dieser Serienfertigung gleicht keine Figur der anderen. Fachleute meinen, wirkliche Krieger hätten den Töpfern Modell gestanden. Wenn Tausende von Menschen an diesem großen Kulturdenkmal mitgewirkt haben, muss der Chronist des Kaisers darüber informiert gewesen sein. Vollkommen rätselhaft bleibt, wie Tonkörper von solch gewaltigen Ausmaßen und unterschiedlicher Wanddicke damals in einem Stück gebrannt werden konnten, ohne zu zerplatzen.
Heutigen Töpfern ist es noch nicht gelungen, die Tonpferde in Originalgröße herzustellen, berichtet Professor Yuan Zhong-yi, der Leiter der Ausgrabungsarbeiten. Rechnet man alle Tonkrieger und Pferde zusammen, so sind es ca. 8000 Figuren. Mehr als 1000 Menschen mussten über 10 Jahre lang an ihrer Herstellung arbeiten. Lässt man heutzutage eine dieser Figuren in einer kleinen Werkstatt herstellen, dauert das mehr als 3 Monate. In keiner historischen Quelle war ein Hinweis auf diesen größten archäologischen Fund unseres Jahrhunderts zu finden. Das machte die Forscher zunächst ratlos. Inzwischen ist bewiesen, dass die Soldaten zum Grab des ersten Kaisers gehören. Doch ihre Bedeutung ist nach wie vor rätselhaft. Sie stehen im Osten des bisher ungeöffneten Grabes. Sind diese Krieger des Jenseits gegen seine Feinde im Osten ausgerichtet? Sollen sie als Objekt der Magie die Dynastie des Kaisers vor seinen Feinden im Osten schützen? Wie soll man sich erklären, dass die Armee der Tonkrieger in den historischen Aufzeichnungen nicht erwähnt wird? Die Vermutung liegt nahe, dass der Historiker Sima Qian der Nachwelt dieses 8. Weltwunder absichtlich vorenthalten wollte. Der Gelbe Fluss. Einer der Höhepunkte der letzten Inspektionsreise. Eine große Opferfeier wird vorbereitet. Der erste Kaiser hatte seine Dynastie unter den Schutz des Wassers gestellt. Darum opfert er diesem Element auf jeder Reise kostbare Instrumente. Schon vor seiner Krönung zum Kaiser hatte er behauptet, da das Feuer vom Wasser abgelöst wird, war es vorherbestimmt, dass ich die Macht übernehmen musste. Dabei diente ihm die alte chinesische Theorie der 5 Elemente zum Beweis für den göttlichen Ursprung seiner Herrschaft. Dem Wasser ist die Farbe schwarz zugeordnet. Deshalb sind in seiner Dynastie alle offiziellen Gewänder schwarz. Und schwarz auch die Fahnen mit dem weißen Qin-Zeichen. Der lange Marsch des Kaisers durch die zuletzt eroberten Staaten hinterlässt eine Spur des Schreckens. Von der Hauptstadt Xianyang zum Gelben Meer, dann an der Küste entlang bis in die heutige Provinz Shandong. Nach einigen Monaten erreicht der Zug den Lieblingsort des Kaisers, Langya, im Süden von Shandong. Hier lässt er eine von vielen Steintafeln errichten, auf der seine Verdienste um das Reich gerühmt werden. Sie steht heute im Museum für chinesische Geschichte in Peking. Dort heißt es über den Kaiser: Maße und Gewichte werden durch ihn festgelegt und gerecht vereinheitlicht. Er regelt das Dasein aller Lebewesen. Er taucht die Angelegenheiten der Menschen in helles Licht und führt Vater und Sohn in Eintracht zusammen. Die Weisheit, Nächstenliebe und Gerechtigkeit seiner Heiligkeit lassen das Idealbild der Tugend hell und klar erstrahlen. Den historischen Aufzeichnungen zufolge ist der Kaiser im Jahre 219 vor Christus zum ersten Mal hier gewesen. Es hat ihm so gut gefallen, dass er seine Reise für 3 Monate unterbrach. Hier wurde ihm zum ersten Mal von den geheimnisvollen Inseln der Unsterblichkeit berichtet. Lässt er sich deshalb in dieser vergleichsweise kleinen Region mehr als 400 Paläste bauen? Wie diese Prachtbauten ausgesehen haben, kann man an der Rekonstruktion des Palastes Nummer 1 in Xianyang erkennen. Es ist nicht viel davon geblieben, denn schon 3 Jahre nach seinem Tod werden die Anlagen von Aufständischen geplündert und niedergebrannt. Der Chronist Sima Qian schreibt, dass mehr als 700.000 zu Zwangsarbeit Verurteilte daran bauen mussten. Nur wenige Objekte künden heute noch von seiner Pracht,
wie diese Ziegel und einige kleine Bronzen. Der kürzliche Fund dieses Kunstwerks ist eine Sensation. Es sind die ältesten erhaltenen Fragmente eines chinesischen Wandbildes. Sie lassen nur bruchstückhaft erahnen, wie großartig der Herrscher seine Paläste ausschmücken lässt. Um die wenigen erhaltenen Grundmauern zu konservieren, hat man sie nach dem Ausgraben wieder mit Erde bedeckt. Heute zeugt von dem riesigen Palast nur ein kleiner grüner Hügel inmitten von Feldern. Ein Archäologe zeigt uns, dass man nach mehr als 2200 Jahren hier noch den Fußboden aus gestampfter Erde erkennen kann. Ist der Kaiser von diesem Xu-Fu getäuscht worden? Das jedenfalls will uns sein Chronist glauben machen. Er erweckt den Eindruck, der Kaiser sei so dumm, jahrelang vergeblich nach einem Elixier der Unsterblichkeit suchen zu lassen. Allerdings schreibt er an anderer Stelle voller Bewunderung über Kräuter der Langlebigkeit, die auf Inseln der Seligen existieren sollen. Hier, in der Idylle von Langya, erhält Xu-Fu zum ersten Mal den kaiserlichen Auftrag, nach diesen Inseln und dem geheimnisvollen Elixier zu suchen. Voller Ungeduld wartet der Kaiser auf Ergebnisse. Dieses wunderbare Elixier war einer der Gründe für seine Rückkehr nach Langya. Er ist verärgert, dass Xu-Fu noch immer nichts gefunden hat. Als sie sich wiedersehen, gelingt es Xu-Fu nur mit Mühe, den Kaiser zu besänftigen. Er behauptet, riesige Wale hätten ihm den Weg versperrt. Glaubt man dem Bericht des Chronisten, dann ist der Kaiser so besessen von dieser Idee, dass er schließlich im Traum mit einem Meeresgott kämpft. Seine Priester befragen das Orakel. Sie erteilen ihm den Rat, einen großen Wal zu töten. Dadurch würde der Dämon beseitigt, der zwischen ihm und den Unsterblichen stehe. Ruhelos zieht er auf der Suche nach einem Wal bis zum Ende des Himmels, dem östlichsten Punkt Chinas. Hier wird der Kaiser noch heute als Gott verehrt. Seine Gefolgschaft treibt ihm vom offenen Meer aus einen Riesenfisch zu. An dieser Stelle erlegt er das Tier mit einer Armbrust. Die Bedingung des Orakels ist erfüllt. Er befiehlt Xu-Fu, zu einer weiteren Expedition aufzubrechen. Danach reist er mit seinem Tross weiter nach Ponglai. Dieser Ort trägt noch heute den Namen einer der drei Inseln der Seligen, Ponglai. Hier finden wir den Schlüssel zu dem rätselhaften Bericht über das Elixier der Unsterblichkeit. Was sich wie ein Märchen anhört, lässt sich heute ganz einfach erklären. Bei Ponglai ist unter bestimmten Witterungsverhältnissen eine sehr selten auftretende Fata Morgana zu beobachten. So versteht man, wie es zu der Vorstellung von den Inseln der Unsterblichen kommt, über die es beim Chronisten heißt: Sie sind gar nicht weit von den Menschen entfernt. Das Schlimme ist nur, dass meist in dem Augenblick, da man sie beinahe erreicht, das Schiff von einem Wind erfasst und weggetragen wird. Von dieser Fata Morgana angeregt, macht Xu-Fu dem Kaiser folgenden Vorschlag. Im Meer befinden sich drei Götterberge. Wir bitten nach einer rituellen Reinigung mit einer Schar von Knaben und Mädchen auf die Suche nach diesen Inseln aufbrechen zu dürfen. Noch heute lassen sich Spuren finden, die darauf hinweisen, dass Xu-Fus letzte Reise von großer kulturgeschichtlicher Bedeutung war. Er bricht mit 3000 Jungen und Mädchen auf und gelangt durch das Gelbe Meer nach Japan. Nach einer Zwischenlandung erreicht er Xingu auf der Insel Honshu und kehrt nie wieder nach China zurück. Der Historiker Toshio Okuno hat kürzlich ein Buch über Xu-Fu in Japan veröffentlicht. Auf dieser Gedenktafel ist die Landung Xu-Fus dargestellt.
wie er mit jeweils 100 Leuten an Bord eines jeden Schiffes in der Nähe unseres heiligen Berges Phang Lai gelandet ist und verschiedene Getreidesorten und Gebrauchsgegenstände mitgebracht hat. Diese Darstellung wird durch andere japanische Historiker bestätigt. Sie haben einen plötzlichen Einschnitt in der japanischen Kultur um das Jahr 200 vor Christus beobachtet. Xu landet also an dieser Küste des Pazifik und bringt die chinesische Kultur in das fremde Land. Die Japaner leben damals noch in steinzeitlichen Hütten. Sie machen ihn zu ihrem ersten Tenno. In Xingu fand man Überreste eines Hauses aus dieser Zeit. Man nimmt an, dass Xu aus Qin hier begraben wurde. Jeden Morgen in aller Frühe verehren zahlreiche Bewohner von Xingu in einem Schrein Xu, weil er ihnen neben vielem anderen eine besondere Form des Walfangs gezeigt hat. Das chinesische Zeichen Qin findet man in Xingu häufig, hier zum Beispiel auf einem Denkmal, mit dem Xu als erster Kaiser Japans verehrt wird. An klaren Tagen sieht man von hier aus einen schneebedeckten Gipfel. Einige Begleiter Xu's halten ihn für den Berg Phang Lai und siedeln sich dort an. Noch heute findet man in der Umgebung des heiligen Fujiyama viele Familien, in deren Namen das chinesische Zeichen Qin vorkommt. Nachdem Chinas erster Kaiser Xu den Auftrag zu einer neuen Expedition erteilt hat, tritt er mit seinem Tross den Rückweg an. Seine Reise der Angst führt ihn nun in das Gebiet seiner größten politischen Gegner, der Konfuzianer. 300 Jahre zuvor hatte hier in der Nähe des heiligen Berges Taishan ihr großer Lehrer Konfuzius gelebt. Der Kanzler des ersten Kaisers gehört einer rivalisierenden philosophischen Schule an. Er schürt, wo immer er kann, Hass gegen die Konfuzianer. Sie folgen ihrer eigenen Lehre, tuscheln heimlich miteinander und verstoßen gegen die Gesetze. Sie orientieren sich nicht an der Gegenwart, sondern studieren das Altertum, sind voller Widerspruch gegen den Kaiser und hetzen andere gegen ihn auf. Sie verführen die Masse dazu, gehässige Gerüchte in die Welt zu setzen. Der Philosoph Konfuzius hatte Regeln für das Zusammenleben in Staat und Familie aufgestellt. Seine Lehre basiert auf Menschlichkeit und Sittlichkeit, auf dem Gedanken, dass der Herrscher durch Weisheit und vorbildhaftes Regieren überzeugen müsse. Der erste Kaiser dagegen sucht sein Heil in der Unsterblichkeit. Für ihn ist der Mensch von Grund auf schlecht und kann nur durch strenge Gesetze regiert werden. Er hält sich an den Leitsatz: Wenn man durch Strafen herrscht, wird das Volk sich fürchten. Weil es sich aber fürchtet, wird es keine Verbrechen begehen. Wenn man aber das Volk mit Tugend regiert, wird es lax. Wenn es einmal lax ist, wird Unordnung herrschen. Im Jahre 212 vor Christus kommt es zum offenen Konflikt mit den Konfuzianern. Der Kaiser lässt 460 Gelehrte lebendig begraben, nachdem er ein Jahr zuvor eine große Bücherverbrennung angeordnet hatte. Mit Ausnahme von Orakelbüchern, medizinischen und landwirtschaftlichen Abhandlungen werden sämtliche Schriften der damaligen Zeit ein Raub der Flammen. Beide Ereignisse sind für die Konfuzianer zum tiefen historischen Trauma geworden. Ihre Historiker machen deshalb den Namen des ersten Kaisers zum Inbegriff des Schreckens. Erst der Vorsitzende Mao, der noch im 20. Jahrhundert eine Kampagne gegen die Konfuzianer organisiert, zeigt Verständnis für den ersten Kaiser. Mao erklärt: Wir haben Qin Shi Huangdi 100-fach übertroffen. Er hat 460, wir haben 46.000 Gelehrte begraben. Anhänger des Konfuzius haben dessen Schriften in dieser Wand versteckt und dadurch seine Gedanken erhalten. Bis zum heutigen Tage ist diese Wand ein Mahnmal für die Schreckensherrschaft des ersten Kaisers. Es ist denkbar, dass der Konfuzianer Sima Qian auch über den überraschenden Tod des Kaisers absichtlich rätselhaft und widersprüchlich berichtet.
Der Chronist stellt die Ereignisse folgendermaßen dar. Als der Inspektionszug die heutige Provinz Hebei erreicht, erkrankt der Kaiser plötzlich. Niemand wagt es, ihm die Ernsthaftigkeit seines Leidens vor Augen zu führen. Man darf in seiner Gegenwart nicht über den Tod sprechen. Die Reise wird fortgesetzt, als sei nichts geschehen. Irgendwann wird ihm die Bedrohlichkeit seiner Situation bewusst und er macht einen folgenschweren Fehler. Er schickt den Chef seiner Leibgarde zum heiligen Berg Taishan. Der soll dort für seine Genesung beten. Was sich nun hinter den Kulissen abspielt, lässt sich nur erahnen. Der Kaiser bleibt schutzlos zurück und ist ohne den Chef der Leibgarde, seinem machtgierigen Obereunuchen, seinem Kanzler und seinem 18. Sohn Hu Hai ausgeliefert. Die Priester und Wahrsager im Tross des Kaisers bringen täglich für seine Gesundheit Rauchopfer dar. Im 7. Monat des Jahres 210 vor Christus trifft das ein, was auf dem Meteoriten angekündigt worden war. Der Kaiser stirbt. Aus Angst vor dem Sterben ist er in den Tod gereist. Er ist gerade 50 Jahre alt. Dieser Stein in der Provinz Hebei wurde zur Erinnerung an seinen Tod errichtet. Vergiften ihn seine engsten Vertrauten oder stirbt er eines natürlichen Todes? War dieses Ende von langer Hand geplant? Hatte man ihn deshalb aus der Hauptstadt gelockt? Warum stellt der Chronist diese Fragen nicht? Befürchtet er etwa, Qin Shi Huangdi könnte als Opfer von ruchlosen Mördern zum Märtyrer werden? Der Obereunuch und seine Komplizen senden einen gefälschten Brief des Kaisers an den ersten Sohn, den legitimen Thronfolger. Er wird darin aufgefordert, sich das Leben zu nehmen, weil er im Kampf gegen die Nomaden versagt hat. Der Tod des Kaisers wird geheim gehalten und die Inspektionsreise planmäßig fortgesetzt. In Bao Tou erhalten sie die Nachricht, dass der erste Sohn in blindem Gehorsam tatsächlich Selbstmord begangen hat. Nun beschließt die Bande, sich auf direktem Weg zurück in die Hauptstadt zu begeben. Ein gespenstischer Zug mit dem toten Kaiser bewegt sich durch das Reich. Es wird immer schwieriger, den Tod geheim zu halten. Die Leiche beginnt zu stinken. Man lässt deshalb einen Wagen mit gesalzenem Fisch hinter dem Leichnam herfahren. Als die machtgierige Dreierbande endlich in der Hauptstadt ankommt, wird der 18. Sohn Hu Hai zum neuen Herrscher ernannt. Eines der schrecklichsten Kapitel der chinesischen Geschichte erreicht seinen makabren Höhepunkt. Bevor die Geschwister Hu Hais Ansprüche auf den Thron anmelden können, werden sie grausam umgebracht. Alle Konkubinen, die dem Kaiser kein Kind geschenkt, und alle Handwerker, die am Bau des größten chinesischen Grabmals mitgewirkt haben, das heißt Tausende von Menschen, folgen ihrem Kaiser lebendigen Leibes in den Tod. Zwei Generationen später liefert der Chronist trotzdem erstaunliche Details über die Einrichtung des Grabes. Sie sind Grundlage für dieses Modell. An der Decke ist das Firmament dargestellt. Unten ein geografisches Relief der Erde. Die Ströme des Landes und der Ozean werden mit Quecksilber nachgeahmt. In verschiedenen Kammern befinden sich Modelle von Palästen, Pavillons und Amtsgebäuden sowie wunderbare Schätze. Handwerker haben Armbrüste mit Selbstauslösern eingebaut, die auf Grabschänder schießen. In einem Spielfilm aus Hongkong werden besonders eindringlich diese Schutzvorrichtungen gezeigt. Erst wenn sich eines Tages die Tore zu diesem geheimnisumwitterten Mausoleum wirklich öffnen, wird die Welt erfahren, was in den historischen Aufzeichnungen des Sima Qian Dichtung ist und was Wahrheit. Große Mengen von Quecksilber im Inneren des Grabes wurden schon nachgewiesen. Kann man daraus schließen, dass auch die anderen Angaben des Chronisten stimmen? Seit der Zeitenwende werden immer wieder Geschichten über Menschen erzählt, die in das Grab eindringen. In dem Spielfilm werden sie Opfer eines teuflischen Räderwerks.
Ist bisher wirklich noch niemand in das Grab gelangt? Wie ernst sind die Hinweise auf eine mögliche Plünderung zu nehmen? Der Leiter der Ausgrabungsarbeiten für die Terrakotta-Armee hat versichert, das Grab des ersten Kaisers sei noch nicht ausgeraubt. Es würde nicht geöffnet, weil die Mittel zur Konservierung nicht ausreichten. Könnte das nur ein Vorwand sein? Befürchtet man vielleicht, dass den Archäologen schon jemand zuvor gekommen ist? Im Film sind die Krieger zu neuem Leben erwacht, um ihren Kaiser vor Grabräubern zu beschützen. In Wirklichkeit haben die mehr als 7000 lebensgroßen Tonfiguren ihren ersten Kaiser, diesen Magier auf dem Drachenthron, längst unsterblich gemacht. Den Bau der 5000 Kilometer langen großen Mauer. Unfassbar für uns heutige, mehr als 1 Million Bauern und Sträflinge werden zum Bau herangezogen. Währenddessen liegen die Äcker brach und die Dörfer ganzer Landstriche sind verwaist. Hungersnöte breiten sich aus. Ganze Armeen von Zwangsarbeitern werden zum Bau der Mauer in den Bergen und Einöden des nördlichen Grenzgebietes herangezogen. Wer sich weigert, wird bis zum Hals eingegraben und mit der Sense geköpft. Am Ende der Regierungszeit des ersten Kaisers verläuft die Mauer von den Wüstengebieten im Westen bis zum Ostchinesischen Meer. Sie wird als der größte Friedhof der Welt bezeichnet. Noch heute erzählt man sich in China die Geschichte der Meng Jiangnü. Sie ist die Witwe eines Gelehrten. Er stirbt beim Bau der großen Mauer und wird dort verscharrt. Auf der Suche nach seinen Gebeinen zieht seine Witwe die Bewunderung des ersten Kaisers auf sich. Die Frau willigt scheinbar ein, als kaiserliche Konkubine an den Hof zu kommen. Sobald jedoch die Überreste ihres Mannes ein ehrenvolles Begräbnis erhalten haben, stürzt sie sich in die Wogen, um mit ihm im Tod vereint zu sein. In einem Tempel am Gelben Meer wird sie noch heute verehrt. Dort heißt es: Meng Jiangnü ist nicht tot. Tausende von Generationen werden ihrer gedenken. Doch wo ist Qin Shi Huangdi? Von seiner großen Mauer ist nur der Hass geblieben. Eine ergreifende Legende. Doch was ist daran wahr? Professor He, der bekannteste chinesische Historiker für die Geschichte der Qin-Zeit, hat dazu Folgendes herausgefunden. Meng Jiangnü hat tatsächlich gelebt, aber schon vor dem ersten Kaiser, während der Frühlings- und Herbstperiode im Qi-Reich. Die Geschichte wird nur deshalb mit Qin Shi Huangdi in Verbindung gebracht, weil auch er an der großen Mauer bauen ließ. In vielen anderen Legenden wird der Kaiser bis heute verteufelt. Wer steht hinter dieser beispiellosen Verleumdungskampagne? Warum wird eines der spektakulärsten Projekte des Kaisers, die Terrakotta-Armee, von den Geschichtsschreibern verschwiegen?
Die Unzufriedenheit im Reich wächst. Unerträgliche Steuerlasten und Zwangsarbeiten führen zu weiteren Attentatsversuchen. In einigen Provinzen kommt es zu politischen Unruhen. Trotzdem vollendet der Kaiser sein ehrgeizigstes Projekt: den Bau der 5000 Kilometer langen Großen Mauer. Unfassbar für uns Heutige, mehr als 1 Million Bauern und Sträflinge werden zum Bau herangezogen. Währenddessen liegen die Äcker brach und die Dörfer ganzer Landstriche sind verwaist. Hungersnöte breiten sich aus. Ganze Armeen von Zwangsarbeitern werden zum Bau der Mauer in den Bergen und Einöden des nördlichen Grenzgebietes herangezogen. Wer sich weigert, wird bis zum Hals eingegraben und mit der Sense geköpft. Am Ende der Regierungszeit des ersten Kaisers verläuft die Mauer von den Wüstengebieten im Westen bis zum Ostchinesischen Meer. Sie wird als der größte Friedhof der Welt bezeichnet. Noch heute erzählt man sich in China die Geschichte der Meng Jiangnü. Sie ist die Witwe eines Gelehrten. Er stirbt beim Bau der großen Mauer und wird dort verscharrt. Auf der Suche nach seinen Gebeinen zieht seine Witwe die Bewunderung des ersten Kaisers auf sich. Die Frau willigt scheinbar ein, als kaiserliche Konkubine an den Hof zu kommen. Sobald jedoch die Überreste ihres Mannes ein ehrenvolles Begräbnis erhalten haben, stürzt sie sich in die Wogen, um mit ihm im Tod vereint zu sein. In einem Tempel am Gelben Meer wird sie noch heute verehrt. Dort heißt es: Meng Jiangnü ist nicht tot. Tausende von Generationen werden ihrer gedenken. Doch wo ist Qin Shi Huangdi? Von seiner großen Mauer ist nur der Hass geblieben. Eine ergreifende Legende. Doch was ist daran wahr? Professor He, der bekannteste chinesische Historiker für die Geschichte der Qin-Zeit, hat dazu Folgendes herausgefunden. Meng Jiangnü hat tatsächlich gelebt, aber schon vor dem ersten Kaiser, während der Frühling. Auf dieser Gedenktafel ist die Landung Hüfus dargestellt, wie er mit jeweils 100 Leuten an Bord eines jeden Schiffes in der Nähe unseres heiligen Berges Panglai gelandet ist und verschiedene Getreidesorten und Gebrauchsgegenstände mitgebracht hat. Diese Darstellung wird durch andere japanische Historiker bestätigt. Sie haben einen plötzlichen Einschnitt in der japanischen Kultur um das Jahr 200 vor Christus beobachtet. Hüfu landet also an dieser Küste des Pazifik und bringt die chinesische Kultur in das fremde Land. Die Japaner leben damals noch in steinzeitlichen Hütten. Sie machen ihn zu ihrem ersten Tenno. In Xingu fand man Überreste eines Hauses aus dieser Zeit. Man nimmt an, dass Hüfu aus Qin hier begraben wurde. Jeden Morgen in aller Frühe verehren zahlreiche Bewohner von Xingu in einem Schrein Hüfu, weil er ihnen neben vielem anderen eine besondere Form des Walfangs gezeigt hat. Das chinesische Zeichen Qin findet man in Xingu häufig. Hier zum Beispiel auf einem Denkmal, mit dem Hüfu als erster Kaiser Japans verehrt wird. An klaren Tagen sieht man von hier aus einen schneebedeckten Gipfel. Einige Begleiter Hüfus halten ihn für den Berg Ponglai und siedeln sich dort an. Noch heute findet man in der Umgebung des heiligen Fujiyama viele Familien, in deren Namen das chinesische Zeichen Qin vorkommt. Nachdem Chinas erster Kaiser Hüfu den Auftrag zu einer neuen Expedition erteilt hat, tritt er mit seinem Tross den Rückweg an. Seine Reise der Angst führt ihn nun in das Gebiet seiner größten politischen Gegner, der Konfuzianer.
300 Jahre zuvor hatte hier in der Nähe des heiligen Berges Taishan ihr großer Lehrer Konfuzius gelebt. Der Kanzler des ersten Kaisers gehört einer rivalisierenden philosophischen Schule an. Er schürt, wo immer er kann, Hass gegen die Konfuzianer. Sie folgen ihrer eigenen Lehre, tuscheln heimlich miteinander und verstoßen gegen die Gesetze. Sie orientieren sich nicht an der Gegenwart, sondern studieren das Altertum, sind voller Widerspruch gegen den Kaiser und hetzen andere gegen ihn auf. Sie verführen die Masse dazu, gehässige Gerüchte in die Welt zu setzen. Der Philosoph Konfuzius hatte Regeln für das Zusammenleben. Bei Todesstrafe ist es verboten, seinen Aufenthaltsort zu verraten. Die Inschrift auf den Meteoriten, die Tod und Untergang prophezeit, trifft den Kern seiner Angst. Da der Verfasser nicht zu ermitteln ist, lässt er den Stein des Anstoßes zermahlen und die gesamte Bevölkerung im Umkreis von 20 Kilometern hinrichten. Er sucht sein Heil in der Magie. Schamanen sind in den letzten Jahren seiner Regierung die wichtigsten Vermittler zwischen dem Herrscher und seinem Reich. Sie haben ein Gespür für seine Ängste und kennen die Stimmung im Volk. Sie wissen, dass der Kaiser sich zu lange versteckt hat, sodass die Unruhe im Land immer größer wird. Im äußersten Osten munkelt man sogar schon etwas von einem neuen Herrscher. In allen Tempeln werden Rauchopfer dargebracht und Gebete gesprochen, um das Unheil abzuwenden. Das Orakel wird befragt. Sein Chronist hat uns die Antwort überliefert. Sie lautet: Bewegung und Umziehen ist gut. Trotz seiner Ängste begibt sich der 49-Jährige auf eine Inspektionsreise. Dieses Buch, die historischen Aufzeichnungen des Sima Qian, wurde vor mehr als 2000 Jahren geschrieben. Es ist die wichtigste Quelle für die Geschichte der Qin-Zeit. Der Autor wird nur 2 Menschenalter nach dem ersten Kaiser geboren und sammelt alles, was er über diese Epoche finden kann. Ausführlich dokumentiert er das Ende des Herrschers und dessen letzte Inspektionsreise. Er nennt alle Daten und den Verlauf. Hintergründe und die Absichten des Herrschers werden nicht genannt. Er verschweigt die Todesangst, die den Kaiser durch das Land treibt. Es ist eine Flucht nach vorn, im Schutz von 60.000 schwer bewaffneten Soldaten. Selbst seine komfortable, kunstvoll ausgeschmückte Staatskarosse wird zum beredten Zeugen. Es ist ein Panzerwagen mit vergitterten Fenstern, dessen einzige Tür sich nur von innen öffnen lässt. Doch auch diese Sicherheitsvorkehrungen reichen noch nicht aus. Der Despot lässt mehrere identische Reisewagen mitführen und nur Eingeweihte wissen, in welchem er sich befindet. Unvorstellbar für uns heute, wie ein Tross von... Was sich nun hinter den Kulissen abspielt, lässt sich nur erahnen. Der Kaiser bleibt schutzlos zurück und ist ohne den Chef der Leibgarde, seinem machtgierigen Obereunuchen, seinem Kanzler und seinem 18. Sohn Hu Hai ausgeliefert. Die Priester und Wahrsager im Tross des Kaisers bringen täglich für seine Gesundheit Rauchopfer dar. Im 7. Monat des Jahres 210 vor Christus trifft das ein, was auf dem Meteoriten angekündigt worden war. Der Kaiser stirbt. Aus Angst vor dem Sterben ist er in den Tod gereist. Er ist gerade 50 Jahre alt. Dieser Stein in der Provinz Hebei wurde zur Erinnerung an seinen Tod errichtet. Vergiften ihn seine engsten Vertrauten oder stirbt er eines natürlichen Todes? War dieses Ende von langer Hand geplant? Hatte man ihn deshalb aus der Hauptstadt gelockt? Warum stellt der Chronist diese Fragen nicht?
befürchtet er etwa, Qin Shi Huangdi könnte als Opfer von ruchlosen Mördern zum Märtyrer werden? Der Obereunuch und seine Komplizen senden einen gefälschten Brief des Kaisers an den ersten Sohn, den legitimen Thronfolger. Er wird darin aufgefordert, sich das Leben zu nehmen, weil er im Kampf gegen die Nomaden versagt hat. Der Tod des Kaisers wird geheim gehalten und die Inspektionsreise planmäßig fortgesetzt. In Bao Tou erhalten sie die Nachricht, dass der erste Sohn in blindem Gehorsam tatsächlich Selbstmord begangen hat. Nun beschließt die Bande, sich auf direktem Weg zurück in die Hauptstadt zu begeben. Ein gespenstischer Zug mit dem toten Kaiser bewegt sich durch das Reich. Es wird immer schwieriger, den Tod geheim zu halten. Die Leiche beginnt zu stinken. Man lässt deshalb einen Wagen mit gesalzenem Fisch hinter dem Leichnam herfahren. Als die machtgierige Dreierbande endlich in der Hauptstadt ankommt, wird der 18. Sohn Hu Hai zum neuen Herrscher ernannt. Eines der schrecklichsten Kapitel der chinesischen Geschichte erreicht seinen makabren Höhepunkt. Bevor die Geschwister Hu Hais Ansprüche auf den Thron anmelden können, werden sie grausam umgebracht. Alle Konkubinen, die dem Kaiser kein Kind geschenkt, und alle Handwerker, die am Bau des größten chinesischen Grabmals mitgewirkt haben, das heißt Tausende von Menschen, folgen ihrem Kaiser lebendigen Leibes in den Tod. Zwei Generationen später liefert der Chronist trotzdem erstaunliche Details über die Einrichtung des Grabes. Sein Leben ist bestimmt von Intrige und Kampf, von Verrat und Krieg. Aber das Wort Tod darf in seiner Gegenwart niemand aussprechen. Schon als 13-Jähriger beginnt er mit dem Bau einer gigantischen Grabanlage. Eine 7000 Mann starke Armee von Thronkriegern bewacht seine Totenstadt. Bis heute hat es aber niemand gewagt, das eigentliche Grab zu öffnen. Warum? Welches Geheimnis verbirgt sich in diesem Monument für die Ewigkeit? Qian im Nordwesten Chinas. Mehr als 30 Kaiser liegen unter den Hügeln bei der ehemaligen Reichshauptstadt begraben. Keiner dieser Hügel ist so rätselhaft wie das Mausoleum des ersten Kaisers, das größte Grabmal der chinesischen Geschichte. Seit Jahrtausenden spekulieren Historiker, Archäologen und Wissenschaftler, was sich in diesem unterirdischen Totenreich verbirgt. Von unermesslichen Schätzen, aber auch von gefährlichen Selbstschussanlagen und Giften ist die Rede. Was treibt einen 13-jährigen Jungen zum Bau dieser gigantischen Grabanlage? Ist es Todesangst oder der Wunsch nach Unsterblichkeit? Gleich nach seiner Krönung zum König des kleinen Staates Qin beginnt er mit dem Bau, der sich in seinen Ausmaßen nur mit den ägyptischen Pyramiden vergleichen lässt. 700.000 Bauern müssen in einem riesigen Arbeitslager Tag und Nacht ihr Letztes geben. Wer sich weigert, wird sofort umgebracht. Nichts von dem, was in diesem von hohen Mauern umgebenen Gulag geschieht, dringt nach außen. Wer hier arbeitet, kommt nie wieder lebendig heraus. Ein Modell der gesamten von ihm regierten Welt will er mit seinem Grab schaffen. Liegt hier der Schlüssel zum Geheimnis des unvergleichlichen Aufstiegs des ersten Kaisers und seines mysteriösen Todes? Schon 250 Jahre. Der Bau der großen Mauer hat den Herrscher in der ganzen Welt berühmt gemacht.
Mit unerbittlicher Härte setzt er einheitliche Maße und Gewichte durch, ein neues Verwaltungssystem, erlässt strenge Gesetze und führt eine neue gemeinsame Währung ein. Die Schrift, die er dem neuen Reich verordnet, hat sich bis heute in ihrer Struktur nicht verändert. Von diesem Zeichen Qin, dem Namen seines Reiches, leitet sich der Name China her. In der chinesischen Geschichte hat, außer der kommunistischen Revolution, kein gesellschaftlicher Umbruch das Land so grundlegend verändert wie diese Reichseinigung. Als er sich im Jahre 221 vor Christus zum Gottkaiser krönen lässt, befindet er sich auf dem Höhepunkt seines Lebens. Die Bilanz: 1.650.000 Tote, ein Reich, ein Kaiser. Seine Form der Kaiserherrschaft kann sich mehr als 2000 Jahre lang halten. Und selbst für Mao Zedong ist er noch das wichtigste Vorbild. 10 Jahre nachdem er das Reich geeint hat, geht in der Nähe der damaligen Hauptstadt ein Meteorit nieder. Ein Zeichen großen Unglücks. Die Stimmung im Lande hat sich radikal verändert. Jetzt spricht niemand mehr von seinen großen Erfolgen. Angst, Hunger und Misstrauen beherrschen das Land. Aufrührer meißeln in den Meteoriten, Qin Shi Huangdi wird sterben und sein Reich zerfallen. Todesangst befällt den göttlichen Alleinherrscher. Er lässt die Jüngsten seiner mehr als 3000 Konkubinen von früh bis spät durch den Palast ziehen. Sie singen Lieder über die Unsterblichkeit. Niemand bekommt ihn zu Gesicht. Nur noch Priestern und Wahrsagern vertraut er sich an. Sie nennen ihn den Grund für die Zeichen des Unheils. Die Geister sind eifersüchtig auf die Machtfülle. Der Kaiser bewegt sich daraufhin nur noch in verdeckten Gängen. Bei Todesstrafe ist es verboten, seinen Aufenthaltsort zu verraten. Die Inschrift auf den Meteoriten, die Tod und Untergang prophezeit, trifft den Kern seiner Angst. Da der Verfasser nicht zu ermitteln ist, lässt er den Stein des Anstoßes zermahlen und die gesamte Bevölkerung im Umkreis von 20 Kilometern hinrichten. Er sucht sein Heil in der Magie. Schamanen sind in den letzten Jahren seiner Regierung die wichtigsten Vermittler zwischen dem Herrscher und seinem Reich. Direktem Weg zurück in die Hauptstadt zu begeben. Ein gespenstischer Zug mit dem toten Kaiser bewegt sich durch das Reich. Es wird immer schwieriger, den Tod geheim zu halten. Die Leiche beginnt zu stinken. Man lässt deshalb einen Wagen mit gesalzenem Fisch hinter dem Leichnam herfahren. Als die machtgierige Dreierbande endlich in der Hauptstadt ankommt, wird der 18. Sohn Hu Hai zum neuen Herrscher ernannt. Eines der schrecklichsten Kapitel der chinesischen Geschichte erreicht seinen makabren Höhepunkt. Bevor die Geschwister Hu Hais Ansprüche auf den Thron anmelden können, werden sie grausam umgebracht. Alle Konkubinen, die dem Kaiser kein Kind geschenkt, und alle Handwerker, die am Bau des größten chinesischen Grabmals mitgewirkt haben, das heißt Tausende von Menschen, folgen ihrem Kaiser lebendigen Leibes in den Tod. 2 Generationen später liefert der Chronist trotzdem erstaunliche Details über die Einrichtung des Grabes. Sie sind Grundlage für dieses Modell. An der Decke ist das Firmament dargestellt, unten ein geografisches Relief der Erde. Die Ströme des Landes und der Ozean werden mit Quecksilber nachgeahmt. In verschiedenen Kammern befinden sich Modelle von Palästen, Pavillons und Amtsgebäuden sowie wunderbare Schätze. Handwerker haben Armbrüste mit Selbstauslösern eingebaut, die auf Grabschänder schießen. In einem Spielfilm aus Hongkong werden besonders eindringlich diese Schutzvorrichtungen gezeigt. Erst wenn sich eines Tages die Tore zu diesem geheimnisumwitterten Mausoleum wirklich öffnen, wird die Welt erfahren, was in den historischen Aufzeichnungen des Sima Qian Dichtung ist und was Wahrheit. Große Mengen von Quecksilber im Inneren des Grabes wurden schon nachgewiesen. Kann man daraus schließen, dass auch die anderen Angaben des Chronisten stimmen?
Seit der Zeitenwende werden immer wieder Geschichten über Menschen erzählt, die in das Grab eindringen. In dem Spielfilm werden sie Opfer eines teuflischen Räderwerks. Ist bisher wirklich noch niemand in das Grab gelangt? Wie ernst sind die Hinweise auf eine mögliche Plünderung zu nehmen? Der Leiter der Ausgrabungsarbeiten für die Terrakotta-Armee hat versichert, das Grab werden durch ihn festgelegt und gerecht vereinheitlicht. Er regelt das Dasein aller Lebewesen. Er taucht die Angelegenheiten der Menschen in helles Licht und führt Vater und Sohn in Eintracht zusammen. Die Weisheit, Nächstenliebe und Gerechtigkeit seiner Heiligkeit lassen das Idealbild der Tugend hell und klar erstrahlen. Den historischen Aufzeichnungen zufolge ist der Kaiser im Jahre 219 vor Christus zum ersten Mal hier gewesen. Es hat ihm so gut gefallen, dass er seine Reise für 3 Monate unterbrach. Hier wurde ihm zum ersten Mal von den geheimnisvollen Inseln der Unsterblichkeit berichtet. Lässt er sich deshalb in dieser vergleichsweise kleinen Region mehr als 400 Paläste bauen? Wie diese Prachtbauten ausgesehen haben, kann man an der Rekonstruktion des Palastes Nummer 1 in Xianyang erkennen. Es ist nicht viel davon geblieben, denn schon 3 Jahre nach seinem Tod werden die Anlagen von Aufständischen geplündert und niedergebrannt. Der Chronist Sima Qian schreibt, dass mehr als 700.000 zu Zwangsarbeit Verurteilte daran bauen mussten. Nur wenige Objekte künden heute noch von seiner Pracht, wie diese Ziegel und einige kleine Bronzen. Der kürzliche Fund dieses Kunstwerks ist eine Sensation. Es sind die ältesten erhaltenen Fragmente eines chinesischen Wandbildes. Sie lassen nur bruchstückhaft erahnen, wie großartig der Herrscher seine Paläste ausschmücken lässt. Um die wenigen erhaltenen Grundmauern zu konservieren, hat man sie nach dem Ausgraben wieder mit Erde bedeckt. Heute zeugt von dem riesigen Palast nur ein kleiner grüner Hügel inmitten von Feldern. Ein Archäologe zeigt uns, dass man nach mehr als 2200 Jahren hier noch den Fußboden aus gestampfter Erde erkennen kann. Ist der Kaiser von diesem Xu-Fu getäuscht worden? Das jedenfalls will uns sein Chronist glauben machen. Er erweckt den Eindruck, der Kaiser sei so dumm, jahrelang vergeblich nach einem Elixier der Unsterblichkeit suchen zu lassen. Allerdings Affeln als weise, gerecht, liebevoll und heilig preisen. Aber für seinen Traum von einem geeinten und großen Reich schickt er Millionen von Menschen in den Tod. Im Jahre 221 vor Christus macht er sich zum erhabenen Kaiser von Qin, Qin Shi Huangdi, zum ersten Kaiser von China. Von einem Hang zur Magie getrieben, sucht er wie ein Besessener nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Sein Leben ist bestimmt von Intrige und Kampf, von Verrat und Krieg. Aber das Wort Tod darf in seiner Gegenwart niemand aussprechen. Schon als 13-Jähriger beginnt er mit dem Bau einer gigantischen Grabanlage. Eine 7000 Mann starke Armee von Tonkriegern bewacht seine Totenstadt. Bis heute hat es aber niemand gewagt, das eigentliche Grab zu öffnen. Warum? Welches Geheimnis verbirgt sich in diesem Monument für die Ewigkeit? Thank you.
Qian im Nordwesten Chinas. Mehr als 30 Kaiser liegen unter den Hügeln bei der ehemaligen Reichshauptstadt begraben. Keiner dieser Hügel ist so rätselhaft wie das Mausoleum des ersten Kaisers, das größte Grabmal der chinesischen Geschichte. Seit Jahrtausenden spekulieren Historiker, Archäologen und Wissenschaftler, was sich in diesem unterirdischen Totenreich verbirgt. Von unermesslichen Schätzen, aber auch von gefährlichen Selbstschussanlagen und Giften ist die Rede. Was treibt einen 13-jährigen Jungen zum Bau dieser gigantischen Grabanlage? Ist es Todesangst oder der Wunsch nach Unsterblichkeit? Gleich nach seiner Krönung zum König des kleinen Staates Qin beginnt er mit dem Bau, der sich in seinen Ausmaßen nur mit den ägyptischen Pyramiden vergleichen lässt. 700.000 Bauern müssen in einem riesigen Arbeitslager Tag und Nacht ihr Letztes geben. Wer sich weigert, wird sofort umgebracht. Nichts von dem, was in